Moin Leute, willkommen zurück bei Alice. Madness Returns warst du, ne? Ja, genau. Ich habe gerade das gerade nochmal gesagt und hast schon wieder vergessen. Okay. Wir sind hier vor einer neuen Türe. Einer Türe mit einer Erinnerung. Alice geht schon, weil sie sich langweilt. Das ist nicht gut. Wollt die arme Alice ja sich nicht langweilen lassen. Ich habe euch den Storybrocken versprochen und er kommt natürlich nicht. Doch. Nein. Oder? Kommt er? Kommt er nicht? Weiß nicht. Doch, wir gehen natürlich jetzt hier durch. Und schauen uns das mal an. Ich bin so gespannt, Leute. Ach, ist das schön, wenn man einfach weiter aufnehmen kann und es dann schon erfährt. Und ihr müsst einfach noch eine Woche warten. Ist schon ärgerlich, ne? Aber wir gehen jetzt rein. Genug Zeit vertrödelt. Ja, das Little House. Sorry. Lissy hasste verschlossene Räume. Ihr Zimmer war weiter vom Feuer entfernt als meins. Eine Rauchvergiftung also ausgeschlossen. Sie schloss ihre Tür nie ab. Außerdem kannte sie noch einen Weg nach draußen. Aus dem Fenster. Jemand hat Lissy betäubt oder getötet. Ihre Tür abgeschlossen, dann die Lampe mit nach unten genommen und zur Vertuschung das Feuer gelegt. Der Plan war, uns alle zu töten. Wow, Leute. Das ist ja krass. Das ist im Grunde ja fast schon die Auflösung gewesen, wie das alles passiert ist. Denn wir haben ja auch gesehen, wer es war anscheinend. Es sah nämlich sehr stark nach dem komischen Psychologen-Fuzzi aus. Also es scheinen sich echt alle gegen Alice zu verschworen zu haben. Warum sollte der so etwas tun? Was ist denn bitte der Beweggrund dahinter? Wollte er sie nur in den Wahnsinn treiben oder hatte der irgendwas mit den anderen da zu schaffen? Wer weiß, was der mit ihrer armen Schwester getan hat, bevor sie vielleicht getötet oder betäubt hat. Heftig. Heftig, heftig. Ja, könnte man sich gut vorstellen. Also es kommt ja auch schon mal vor, dass ein Psychologe da... Gibt's Fälle. Gibt es Fälle. Ich möchte jetzt nicht sagen, also nicht generalisieren oder sowas, ne? Aber es gibt da schon so ein paar kleine... wie nennt man das? Mir fällt das Wort gerade nicht ein. In der Politik zum Beispiel. Skandale. Ah, Skandale. Das ist so. So, oh, aber hier wird sonnig. Das ist ja ganz was Neues. Ja, also echt krass, Leute. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, was eure Gedanken dazu sind. Ich würde mich sehr darüber freuen und gerne mitdiskutieren. Okay. Auge und Schnauze. Also rechts ist wohl Auge, links ist Schnauze. Hoffe ich zumindest. Ja, da ging die Tür wieder zu. Da Türe. Da Tür. Ja, reden geht heute wieder nicht so gut. Das ist nicht so einfach, Leute. Hier noch kommentiert. Aber wir haben alle Schnauzen, Leute. Wir haben alle Schnauzen. 11 von 11 und 11 von 17 gefundene Erinnerungen. Also das war jetzt auch wieder eine, an der man überhaupt nicht vorbeikommt, weil sie storyrelevant ist. 3 Radolarräume von 4 und uns fehlen noch 3 Flaschen. Am meisten fehlen uns Erinnerungen, 6 Stück. Habe ich so viel verpasst. Aber ich habe mich doch wirklich gut umgesehen, oder Leute? Was würdet ihr sagen? Oder fliegt wieder ein Herz? Ein Herz mit Flügeln. Können wir es zerstören? Nein, schade. Oh, der Grinser. Stelle dich dem, was dich ängstigt oder verletzt. Rücksichtslose oder beleidigende Rede darf nie akzeptiert werden. Der drückt sich auch sehr komisch aus, finde ich. Ich habe da nicht so wirklich die Idee gerade, was er damit immer meint, aber ja, gut. Mag schon stimmen, ne? Das mag auch... Oh, da war auch noch was. Das mag auch sehr fallbezogen sein, was er dort sagt. Vielleicht auch bestimmte Situationen aus der Vergangenheit, vielleicht Situationen, die wir schon kennen, die wir noch nicht kennen. Das ist ja alles so ein bisschen... Vielleicht auch die Gegenwart, also was gerade in Alice Kopf vorgeht. Vielleicht ist der Grinser... Ich weiß nicht, was ist der? Ist er ihr Gewissen? Oder... Ich habe keine Ahnung, was soll er darstellen? Also ich hätte jetzt nur die Vermutung, dass er vielleicht das Gewissen ist oder... Eine aufgespaltene Persönlichkeit von ihr oder so. Aber gut, er versuchte ja, ja zu helfen, nicht wirklich, oder? Aber Rat zu geben. Ein bisschen Halt zu geben irgendwie, oder? Was haltet ihr davon? So das, was mir am ehesten jetzt so neben dem Spielen einfallen würde, an Interpretation dieses Wesens, dieser Wesenheit, dieser Entität des der Grinse Katze. Okay, hier geht's weiter und da ist Kampf. Oh toll, da ist Kampf. Warum soll ich denn da hingehen? Na gut, wir müssen hier kämpfen, ne? Gehört dazu. Okay, ah, seht ihr unsere neuen Freunde?
Obwohl ich die Karten echt cool finde, also ich mag. Oh Gott, du schon wieder. Warum immer so einer von euch noch dabei? Och, da hinten er wieder. Na komm, 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 komm. Alle töten, alle umbringen, alle umbringen. Und wow. Und zack, Ende. Au! Wieso hat er sich umgedreht? Das ist aber gemein. So. Die wechselt immer ein bisschen langsam nur zwischen den Waffen, muss ich sagen. Na komm. Und zack. Und in your face. Aber es geht ganz gut. Soweit. Ich will am liebsten erst den hier loswerden, bevor ich den anderen wieder weiter angehe, weil der hier ist die gefährlichere Sache. Na komm, 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 komm! Au, und ich hätte natürlich ausweichen sollen. Aber ich wollte ihn jetzt vernichten. So, erledigt, mein Freund. Ende Gelände, sag ich dir. Ende Gelände. Wir kriegen 2 Rosen, das war gnädig. Wir füllen die immer ein bisschen was auf. Na komm, und in your face. Das ging schnell. Boah, dieser Move ist so genial. Dummerweise hat uns das davon abgehalten, alle Zähne zu sammeln. Naja, aber wir haben Speicherpunkt, Leute. Und mittlerweile geht das Kämpfen auch besser, wie ihr seht. Ich habe keine Ahnung, warum. Eine weitere Erinnerung, sehr gut. Essen spielt in deinen Träumen eine wichtige Rolle, Alice. Kuchen insbesondere. Hast vermutlich keinen Nachtisch verschmäht. Tee auch nicht, wenn es Kuchen dazu gab. Ja, warum auch? Tee und Kuchen ist doch geil. Hallo? Besseres nur Pudding. Ohne Tee. Das Pudding passt kein Tee. Finde ich nicht. Warum ist die Königin gehörnt? Vielleicht ist sie so eine Hornziege, aber das ist ja sehr strange. Okay, wir haben natürlich schon das Secret gesehen. Anführungszeichen, denn so wirklich Secret ist es jetzt nicht. Es ist nur ein Zahn, oder? Oh. Aber sogar dafür bin ich zu blöd. Nein. Aber es dauert halt manchmal etwas. Komm. Die Plattform ist einfach sehr, sehr klar. What? Bin ich jetzt nur abgerutscht oder ist die Plattform hatte sich aufgelöst? Das wäre ja böse, wenn ich die Plattform jetzt auch noch auflösen würde. Und auch noch die unsichtbaren. Okay. Ne, ich war nur ganz am Rand. Ist schwierig zu treffen. Ja, wenn jetzt wieder also einige sagen, oh Gary, du Noob, dann macht selbst. Das ist immer, bevor man anderen so bezichtigt, sollte man es selber besser machen. Und denk dran, Picks or that didn't happen. Also, Video am besten, aber ihr wisst schon. Weil dabei kommentieren ist auch ein Muss. Das muss man sich erstmal klar machen. Wie viel Konzentration es eigentlich frisst, hierbei, oh, ein Irrgarten. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es mehr, wie heißt das andere, die andere Form davon? Vielleicht fällt es mir gleich noch ein, fällt mir gerade nicht. Maze oder Irrgarten oder... Weil ein Irrgarten hat wirkliche Sackgassen drin. Aber es gibt ja noch eine andere Form. Habe ich einen Hinweis, was es ist? Nein, habe ich nicht. Ich weiß mal die andere Richtung. Es gibt ja noch die andere Form. Die man auch kennt, zum Beispiel aus England. Ja, hier kommen Gegner, also gehe ich hier nicht hin. Hallo. Na, mein Freund. Und tschüss. Ja. Vergnügt euch doch mal da alleine. Ich gehe mal hier runter. Guck mal. Ah, seht ihr? Secret. Okay, hätte ich direkt mal machen sollen. Ich kann das jetzt zerschlagen, ohne dass man direkt runterfällt. Ja, kommt mir doch hinterher. Versucht's. Versucht's einfach, meine Freunde. Hier kommt ihr eh nicht durch. Nur wir haben die ultra gute Fähigkeit des Schrumpfens. Hier geht's auch nicht weiter, aber hier scheint ein bisschen Luft zu sein. Moment mal, jetzt haben wir doch alle Flaschen, oder? Eine fehlt noch. Und 5 Erinnerungen und ein Radularraum. Es geht stark aufs Ende dieses Kapitels zu, Leute. Ich hätte jetzt fast schon... Obwohl, nee, das ist ja immer so mehr mittig im Kapitel. Es sind ja immer diese Erinnerungen, diese speziellen aus Alice' Vergangenheit. Also, beziehungsweise von dem Vorfall, der Alice eigentlich erst in den Wahnsinn getrieben hat. Ja, ich meine, man kann es nachvollziehen, oder? Also, nachvollziehen nicht wirklich. Das wäre anmaßend, das zu sagen, aber... Ich denke, man kann
sich vorstellen, wie zerstörend es für ein kleines Kind sein muss, wenn es sieht, wie die gesamte Familie verbrennt. Was? Habt ihr das verstanden? Norei-Rei? Was? Keine Ahnung. Ich hab nicht verstanden, was sie gemeint hat. Okay, ich will aber hier noch nicht weitergehen, weil hier scheint es weiterzugehen. Dort. Dort. Vielleicht ist ja dieser andere Dings hier noch so eine kleine Art von Geheimgang. Nicht Irrgarten, sondern... Oh, Leute, ich komme da jetzt nicht drauf. Das ist nämlich ein Unterschied, weil man, obwohl man das als Synonym oft verwendet... Okay, geht's nicht weiter. Also das hier scheint wirklich ein Irrgarten zu sein, denn hier gibt's Sackgassen. Und das andere war... Ich weiß es nicht mehr. Ihr könnt es mir ja schreiben, wenn ihr es wisst. Ich habe es jetzt gerade verpeilt. Vielleicht schreibe ich es auch gerade hier in die, Ach Gott, jetzt sind die Viecher auch wieder dabei. Warum hast du das Ziel gewechselt, Alice? Wenn du es sollst, machst du es nicht. Und wenn du es nicht sollst, dann machst du hier... Oh, dann behinderst du mich hier ohne Gleich. Alice, Schätze kennen. Ah, jetzt war er natürlich schon wieder immun. Ihr seid doch doof, ihr blöden Viecher. Nein, der andere nervt. Oh, komm schon. Komm schon, komm schon. Jetzt mach ich fertig hier. Ja, und natürlich kommt jetzt der Meister wieder. Wut, 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 wut! Der wollte mich fressen. Habt ihr das gesehen? Die Viecher sind gefräßig. Au, oh, da ist wieder diese... Oh, diese Sitsche am Boden. Okay, erledigt. Erledigt. Jetzt bist du dran, mein Freund. Okay, jetzt seid ihr anderen dran. Sehr gut, du auch erledigt. Und hier richtig eine abziehen. Na komm, und drauf, drauf. Wirklich die T-Kanone, das hätte ich nicht gedacht. Dass man die unbedingt braucht. Okay, haben wir den Kampf auch wieder, ich will nicht sagen gemeistert, aber geschafft. Gemeistert wäre natürlich ein bisschen zu viel gesagt. Wahrscheinlich. Okay, wir haben ein paar Zähnchen verpasst, weil der eine in den Abgrund gefallen ist, aber das ist mir mal grad egal. Ist hier sonst nichts mehr? Was? Achso, Alice hat triumphiert und dann guckt die Alte doof. Nee, das ist nicht die Alte. Das hier ist der Henker. Oh Gott, der Henker kommt schon wieder. Ja, war klar. Langer Gang, das muss der Henker dabei sein. Warum hat er keine Augen, frage ich mich. Warum ist er zerhackt worden in der Mitte? Ja, aber gut, hier geht das ja eigentlich ganz gut, wenn man einfach nur ultra ausweichend spammt. Oh, Kuchen! Ja! Iss mich. Oh, wie süß. Hä, und er guckt zu, wie sie Kuchen futtert. Nom 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 nom, lecker. What the hell? Das Grinsen ist gut. Und wie er guckt! Und zerquetscht! Ja, geil! Ganz großes Kino, Leute. Find ich awesome. Wie der geguckt hat und dann einfach zertreten wurde. Hammergeil. Die Folge... Weiß ich schon, glaube ich, wie sie denn. Oh, guck mal hier, jetzt ist die Perspektive ja völlig geändert und wir haben anderes Gewand an. Aber auch sehr hübsch. Das normale Blaue. I like. Boah. Monster Alice. Wir können nicht springen. Wir können aber nur schlagen und wir können. Oh, wir können treten. Okay, das ist treten. Das ist, okay, ist alles dasselbe. Wir können nicht ausweichen, wir können nicht schrumpfen, wir können auch sonst nichts machen, okay. Können nur schlagen und treten. Geil. Als Riesin kann Alice mit Stampfen oder Schmettern angreifen. Greife die Türme der Königin an, um ihr Herz freizulegen. Reiße Schlosstore, die im Weg sind, ein. Geil. Oh, ja, moin. Monster Alice zermatscht sie alle. Ist das... Das ist mal geil. Das ist mal ein richtig geiles Gimmick, Leute. Einfach nur wegen dem coolen Kuchen. Auf dem...
Ismi steht. Super. Oh, hier wird alles zerquetschen. Oh, guck mal, wie viel. Ja, moin, wie viele sind das denn? Oh, ja, geil. 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 Ja, ich da kann nichts machen, Leute. Das ist gemein. Wie man hier alles zerdrückt und zerschmettert. Wie knuffig. Ah, oh, guck mal, kann sogar eine Kombo. Kann sie auch das damit? Ne, mit treten kann sie keine. Also mit Schmettern. Guck mal, wie sie hier rumstampft, ey. So richtig männlich. Ist nicht so sexy, aber naja. Passiert halt. Komm. Kann man nicht schauen. Kann man hier was kaputt machen? Ich will mehr zerstören. Ein bisschen kaputt machen, zerstören. Oh, guck mal. Ja, spielen wir mal Schach, oder? Ich gewinne. Die stärkste im Knast hier. Hammerhart. Geil, einfach nur eine geile Einlage, finde ich. Also das hier hat das Spiel für mich gerade wieder um 100% aufgewertet oder um noch mehr. Einfach nur geil, sich sowas ja noch einfach mit dazu zu holen. Sau cool. Überleg, wie lange wir gebraucht haben für das Ganze und jetzt... Wow! Ach so. Okay, weil die Mistgabel oder sowas haben, dürfen wir nur stampfen. Stampfen euch alle zu Tode, ihr werdet fieser. Oh Gott, was kommt denn da? Ich glaube, die kommen unendlich. Ich glaub, oder? Au! Was schießt denn da? Ach, das ist der Turm der Königin, aha, um das Herz freizulegen. Ja, ja, und die kommen unendlich. Okay. Pfeift drauf, Leute. Pfeift drauf. Hä? Vielleicht kommen die doch nicht unendlich, weil wir kommen hier nicht durch. Ja, die kommen nicht unendlich. Schieß, blöder Turm. Au. Weg. Sehr doof. Okay, was muss man denn hier machen? Weil hier kommen die unendlich. Ach so, wir müssen das rote Ding zerstören. Ja, sagt mir das doch einer. Sag mir das doch mal einer, Mensch, dass wir das an das rote Ding müssen und dann geht's weiter. Geil, einfach nur geil, Leute. Das hier ist doch mal einfach nur cool gemacht. Und ihr zwei, was wollt ihr hier? Aha. Das ist so geil. Ja, jetzt kommt hier die... Jetzt kommt doch Hentai-Action oder was? Das fand ich auch cool, da hat einer bei Buga und dann ein Part geschrieben, ich habe genug Hentai gesehen. Wow, die reißt den aus. Um zu sehen, was hier jetzt folgt. Was, die reißt einen aus und schon kommen wir da dran? Das ist ja cool. Ah, das Herz! Stampf! Voll zermatscht. Sau gut gemacht. Also das hier ist echt eine Szene. Aber Leute, ich würde sagen, damit wir auch im nächsten Part was davon haben, werde ich das Ganze hier jetzt beenden. Der Part ist nämlich auch schon wieder rum. Ich hänge, glaube ich, noch einen dran. Komm, einer muss noch. Und dann, ja, ne, lasst mir doch Kommentare und Bewertungen da. Wie findet ihr das hier mit der Riesin? Ich finde es so cool. Habe ich ja schon mehr als einmal betont. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Alice, Madness Returns.